2011. Einige Kilometer südlich von Bremerhaven. Ein auf den ersten Blick ganz normaler Garagenkomplex. Ich habe heute 16 Diamanten in nur einer Ader gefunden. Aber nicht. Lass mal lieber weg hier. Ich habe gehört, hier ist der... Prost, Kamerad! Wir wollen einen Leben! Prost! Das ist die KTM-Gang. Das Oberhaupt Kai der Brecher, Yoshi der Bluter und Thorsten, besser bekannt als Kai sein Bruder. Wenn ihr boxen wollt, Kollegen, wir treffen uns. Es gab noch einige Nebencharaktere, wie zum Beispiel Knacki, der Unzerbrechliche. Ihr nehmt mir alles weg. Ich kann nicht mehr. Und ich weiß nicht, was ich muss, aber ich kann nicht mehr. Und ich möchte, ich weiß es nicht. Die KTM-Gang ist ein Stück deutsche YouTube-Geschichte, die 2012 ein abruptes Ende nahm. Zwei sitzen im Knast. Einer ist auf Therapie und der andere liegt im Sterben. Adios, amigos. Nichts schmeckt besser als das deutsche Bier. Hilf mir bitte. Hilf mir. Sau. Oh, du alte Sau. Als 2011 die ersten Videos von Kai der Brecher und seinen Saufkumpanen veröffentlicht werden, ist eines direkt klar. Kai mag die österreichische Motorradmarke KTM. Suzuki, Schmutz. KTM! Husqvarna? Nope! KTM! Was passiert damit, wenn ihr keine KTM fährt? Echte Männer wie Kai fahren KTM. Burnouts auf einer Wiese. Ansagevideos. Meine KTM und ich. Wir sind tödlich. Laut seinem Bruder ist Kai der beste Fahrer. Mein Bruder, der ist der beste Fahrer. Wie sehr haben doch gesagt? Sag mir. Der Reifende buddelt sich ein. Das waren die Anfänge der KTM-Gang. Die Videos hatten kaum Aufrufe, so gut wie niemand kannte sie. Sonntag, der 10. April 2011. Ein brandneues Video kommt online. Kai der Brecher und sein Bruder mit Baseballschläger bewaffnet. Aber warum? Kai hat kassiert. Jochbein gebrochen. Angeblich wurde er von Einbrechern verprügelt. GGEZ. Also fordert er die Einbrecher auf, nochmal vorbeizukommen. Dann komm eins gegen. Aber diesmal wird er vorbereitet sein. Meine Freundin, die schöne Luisa, die ist dabei. Kollegen, wir sehen uns nochmal. Aber dann treffen wir uns richtig. Und es gibt Rache. Ja. Aber Blutrache gibt's das. Sowas wird nicht vergessen. Spoiler, er hat nochmal kassiert. Ich wurde überfallen. Leute fanden es unterhaltsam. Haha, was für Dummköpfe. Das Video geht viral. Und um Kai der Brecher baut sich eine kleine Community auf. Wir sind die KTM-Gang und fertig aus. Niemand legt sich mit der KTM-Gang an. Alle sind gehypt und warten gespannt auf neue KTM-Gang-Videos. Fast wöchentlich wird neuer Content geuploadet und schon bald kommen die ersten Videos online, in denen Yoshi der Bluter zu sehen ist. Yoshi unter Schock. Yoshi im Vollrausch. Yoshi, wie er Kai sagt, dass seine KTM kacke ist. Ich zeig dir gleich mal, wie die KTM abgeht. Wie geht die denn ab? Überhaupt nicht. Aber wie 10 Meter Feldweg, Alter? Alle lieben Yoshi. Er ist ein einfacher Mann. Er redet nur, wenn er von Kai dazu aufgefordert wird. Und auch dann hält er sich meistens kurz. Lass du mal ein Wort dazu, komm. Jo. Was, jo? Yoshi will nur eins. Sein Bierchen genießen und eine gute Zeit mit seinem Freund Kai. Doch Kai ist nicht der Freund, den Yoshi verdient hätte. Er ist eigentlich nett zu Yoshi. Na? Aber wenn der Alkoholpegel steigt, wird Yoshi zu Kais Spielzeug. Kai beleidigt ihn. Er schlägt ihn. Er sucht ständig Gründe, sich zu streiten. Yoshi hat ein Feuerzeug. Er leiht es Kai. Kai benutzt es und Yoshi will es wieder. Kai behauptet. Und du hast gesagt, du schenkst mir das. Nein.
Hast du gesagt? Ich hab dir eben gesagt, dass ich das nur gehen tue. Du hast gesagt, du schenkst mir das. Nein. Kai steht auf und macht die übelste Combo auf Yoshi. E-Flash Ult, Carlos Claw, QWQ. Er hat seinen besten Freund Yoshi ausgenockt. Wegen einem Feuerzeug. Du hast Scheiße gebaut, Mann. Ein paar Tage später. Die beiden erklären, dass alles nur Spaß war und sie doch eigentlich gute Freunde sind. Ja, das war kein richtiger Streit. Wir haben eine kleine Meinungsverschiedenheit gehabt, aber mit denen kann ich durch dick und dünn gehen. Der hält zu mir, ich halt zu ihm. Egal, wie stark Kai Yoshi demütigt, er kann einfach nicht abhauen. Die Gang und der Alkohol sind alles, was Yoshi hat. Verstehen wir uns gerade gut? Es geht weiter. Die ersten Knacki-Videos kommen online. Ich habe über 10 Jahre im Knast gesessen. Unschuldig. Ho Chi, der Meister, über Atomkraft. Atomkraft ist, dass das Strom erzeugt. Aber diese Nebenwirkung der Atomenergie. Kai zieht seine Jacke an. Mission failed. We'll get him next time. Yoshi trinkt den ganzen Alk weg. Ich besorge den Alkohol und du musst den wegsaufen. Sehr, sehr viele Ansagevideos. Einige davon maskiert. Die Reichen sind reich. Und wir Armen, wir sind die Armen. Einkaufen mit der KTM-Gang. Warte mal. So dumm kann doch niemand sein. Sie filmen sich dabei, wie sie Landdiebstahl begehen. Und uploaden das Ganze auf ihren YouTube-Kanal, wo es tausende Leute sehen werden. Es gab erste Theorien. Kai ist ein Troll. Das sind Schauspieler. Die Regierung steckt dahinter. Ja, möglich, aber ziemlich unwahrscheinlich. Aber warte mal, wer ist eigentlich der Kameramann? Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Man hört ihn nicht, man sieht ihn nicht. Keine Spiegelungen, nichts. Die Theorie. Die Person hinter der Kamera scriptet die Videos. Yoshi tut so, als ob er Alkohol klaut. Doch der Kameramann bezahlt. The sound of clinking coins. Er benutzt die KTM-Gang für Content. Im Gegenzug bekommen sie gratis Alkohol. Die Videos werden immer abgefuckter. Knacki wird mit Pfefferspray bestraft, weil er Kais letztes Bier geklaut hat. Yoshi wird so oft geschlagen, dass er zusammenzuckt, sobald Kai die Hand hebt. Am 8. Oktober 2011 kam es dann so, wie es kommen musste. Nach 3 Strikes wurde der Kanal gelöscht. Die Schweine, unser Kanal ist weg. Doch die KTM-Gang bleibt unbesiegt. Fast alle Videos werden auf dem Kanal 0022 KTM Racing gereuploadet. Die meisten davon sind bis heute online. Es kamen noch eine Handvoll neuer Videos. Doch am 3. Januar 2012 war alles vorbei. Das allerletzte Video kommt online. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Die drei haben Spaß. Kai tanzt. Sogar Yoshi tanzt. Ein paar Monate später und Kai verabschiedet sich mit einem Facebook-Post, der allerdings mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. 2 sitzen im Knast. Einer ist auf Therapie und der andere liegt im Sterben. Adios, amigos. Und das war's. Die KTM-Gang verschwindet für immer von der Bildfläche. Über 11 Jahre sind seitdem vergangen. Und noch heute stellt sich die Frage, was wurde aus der KTM-Gang? Ein paar tapfere Abenteurer haben sich auf eine Quest begeben. Sie besuchten das 2600 Einwohnerdorf Stotel, das Hauptquartier der KTM-Gang. Sie haben sich umgehört. Kennst du Kai der Brecher? Und folgende Informationen bekommen. Yoshi tot. Ist am Korsakow-Syndrom verstorben, verursacht durch starken langjährigen Alkoholmissbrauch. Kais Bruder, tot. Knochenkrebs. Knacki, tot. Keine genauen Angaben. Und Kai hat noch ein paar Jahre weitergesoffen und ist im März 2014 an den Folgen seines extremen Alkoholkonsums verstorben, tot. Es wird genug für alle.